Lieber Helmut, sehr Anwesende, wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist es jetzt die Aufgabe von Helmut Schmidt und mir, dass wir unsere Erinnerungen an Herbert Wehner im Anschluss an diesen eindrucksvollen Vortrag ein wenig miteinander austauschen. Und so wie das einem ehemaligen Minister gegenüber seinem ehemaligen Bundeskanzler geziemt, ist meine Bitte, dass als erster Helmut Schmidt das Wort nimmt und uns sagt, was ihm am heutigen Tage und unter dem Eindruck dieses Vortrages zu Herbert Wehner. Es gibt ehrenvolle Verwechslungen und es gibt etwas sensible Verwechslungen. Das wäre eine ehrenvolle Verwechslung. Ich habe die Verwechslung sogar als Schmeichelei aufgefasst. Oh. Ich möchte auf deine Frage zwei Bemerkungen machen, die eine sehr kurz und die andere etwas länger. Die erste kurze Bemerkung bezieht sich auf den 3. Oktober. Ich muss bekennen, der 3. Oktober war für mich nicht so wichtig. Für mich war wichtig der Tag, an dem die Mauer fiel, beinahe ein Jahr vorher. Und durch Zufall war ich ein paar Tage vorher hier in Sachsen gewesen, in Meißen und in einem Ort in der Nähe von Chemnitz, das hieß damals noch Karl-Marx-Stadt. Ich glaube, der Ort heißt Hüttental oder so ähnlich. Es waren beides Zusammenkünfte im Rahmen der evangelischen Kirche. Ich bin, seit ich aus dem Regierungsamt in Bonn ausgeschieden war, jedes Jahr einmal in der damaligen DDR gewesen. Das hat immer der Manfred Stolper organisiert. Und es waren immer Zusammenkünfte in kirchlichen Kreisen. Und als wir von dieser letzten der beiden kirchlichen Veranstaltungen zurückfuhren Richtung Berlin, da ging uns, wie man unter alten Soldaten zu sagen pflegte, der Arsch mit Grundeis, weil wir nicht sicher waren, dass nicht doch irgendwo ein nervöser militärischer Kommandeur, sei es der NVA oder sei es der sowjetischen Truppenteile hier in der DDR, dass nicht doch vielleicht einer, der nervös wurde, militärische Gewalt einsetzen würde angesichts der Massendemonstration, die unmittelbar in Ost-Berlin bevorstand. Und einen Tag darauf war ich wieder in Hamburg und kriegte im Fernsehen den Fall der Mauer mit und da habe ich geheult. Und so ist also dieser Tag für mich in der Erinnerung wichtiger als der 3. Oktober. Die Vereinigung Deutschlands habe ich immer für sicher gehalten. Ich war immer innerlich ganz sicher, dass sie kommen würde. So habe ich zum Beispiel, als der Honecker wieder mal Geld brauchte, gesagt, sie müssen aber die Autobahn, die von Ost-Berlin nach Moskau, nach Rostock führt, die müsste, nach Moskau hat er keine gehabt, nach Rostock führt, die müssen sie weiterbauen bis an die Grenze nach Hamburg. Und da haben die in Bonn gesagt, der Schmidt ist verrückt geworden, die Autobahn bleibt doch ganz leer. Jetzt ist sie aber schon beinahe ganz voll inzwischen. Ich habe immer gewusst, eines Tages kommt es zur Vereinigung, aber ich muss bekennen, dass ich nicht damit gerechnet habe, dass ich das noch erleben würde. Ich habe das in den Jahren bis 1989 nicht so schnell kommen gesehen. Die andere Bemerkung bezieht sich auf Herbert Wehner. Ich habe Herbert kennengelernt, 47 oder 48. Ab 1949 haben wir uns regelmäßig gesehen. Mein damaliger Chef war Karl Schiller, später als Wirtschaftsminister bekannt geworden. Er war damals Senator für Wirtschaft in Hamburg. Ich war der Leiter seiner wirtschaftspolitischen Abteilung. Und Herbert Wehner und ein paar andere Hamburger Sozialdemokraten, die in Bonn Bundestagsabgeordnete geworden waren,
Die kamen regelmäßig bei Schiller zusammen, um sich ökonomischen Rat zu holen, volkswirtschaftlichen Rat. Und so habe ich Wiener näher kennengelernt. Vorher hatte ich ihn als Delegierten der Hamburger SPD getroffen. Und ich bin bei euch in der Wohnung gewesen, am Schlump ein paar Mal, Hamburg 13. Und da haben wir beide uns kennengelernt, Greta. Und es ist also der Abschnitt des Lebens von Wiener von diesem Zeitpunkt an bis an sein Lebensende, den ich übersehen kann. Und aus dem Rückblick auf diese 4 Jahrzehnte möchte ich dem Heinrich Potthoff zustimmen mit dem Urteil über den Mann. Von mir aus gesehen, zwar ein schwieriger Mann, er konnte stundenlang da sitzen und zuhören und machte den Eindruck äußerster Geduld und dann konnte er plötzlich explodieren. Andere sind gleich explodiert. Ja. Und andere, die explodierten, erwiesen sich dann hinterher als bloße Knallfrösche. Ein schwieriger Mann, aber ein unglaublich zuverlässiger Kerl. Ich habe manchmal mit ihm nicht übereingestimmt, aber man konnte sich immer darauf verlassen, dass er zu seiner Meinung stand und dass er zu seinem Wort stand. Und wenn man das von allen Politikern sagen könnte, dass man sich auf sie verlassen kann, da wäre Deutschland besser dran. Also im ersten Punkt geht es mir ganz ähnlich wie Helmut Schmidt. Ich halte den 3. Oktober für einen wichtigen und bedeutsamen Tag und habe auch noch gut im Gedächtnis die Veranstaltung am Reichstag und vor dem Reichstag. Aber auch mir ist der 9. und der 10. November noch viel eindringlicher und viel stärker im Bewusstsein. Das gilt insbesondere für den 10. November. Da fand die Kundgebung vor dem Schöneberger Rathaus statt, bei der Willy Brandt das erste Mal in der Öffentlichkeit den Satz aussprach, jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Und wir beide, und Dietrich Stoppe war, glaube ich, noch dabei, fuhren dann zum Übergang Invalidenstraße, weil wir uns im evangelischen Hospiz im Ostteil der Stadt Berlin mit Repräsentanten der gerade wieder ins Leben getretenen Sozialdemokratie verabredet hatten. Tausende kamen uns entgegen, die von der neuen Möglichkeit Gebrauch machten, so als wenn es die Grenze schon nicht mehr gäbe. Ein Grenzoffizier hielt uns an, grüßte, so wie das da der Brauch war, war in großer Verlegenheit. Willy Brandt hatte wie meistens keine Personalpapiere dabei. Dann telefonierte er mit seinen vorgesetzten Stellen und schließlich am 10. November sagte er, die Einreise sei genehmigt. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Ich glaube, die Vorstellungswelt dieses Mannes war schon zusammengebrochen. Was ich sagen will, ist die ungeheure Freude in den Gesichtern der Menschen, die nach Westen und auch wieder zurück nach Ost-Berlin zogen, die Willy Brandt und auch mich erkannten und uns zuriefen. Und ich muss Ihnen sagen, gerade am heutigen Tag, ich habe eigentlich kaum in meinem Leben so freudige Gesichter gesehen wie an diesem Abend. Und manchmal drängt sich die Frage auf, was denn eigentlich alles schief gelaufen ist, dass diese Freude so sehr von anderen Gefühlen und Vorstellungen überlagert wird. Und nun komme ich zu Herbert Wehner. Ich glaube, es war eine Tragik im Leben Herbert Wehners, dass dieser Mann,
diesen 9. und 10. November nicht mehr mit klarem Bewusstsein wahrgenommen hat. Denn das ist wohl wahr und das kann ich ausdrücklich bestätigen. Der Gedanke, dass die Teilung überwunden werden muss, dass dieses zerrissene Deutschland wieder ein Gemeinwesen werden muss, der hat Herbert Wehner sein ganzes Leben lang, seit 1945, bewegt und umgetrieben. Ich glaube, es wäre auch für ihn die glücklichste Stunde gewesen. Ich habe ihn erst in den 60er Jahren kennengelernt, wie ich Münchner Oberbürgermeister war. 1972 kam ich nach Bonn. Da war er wie üblich gegenüber Neuankömmlingen eher etwas distanziert. Es war die merkwürdige Konstellation, dass ich als Neuankömmling wegen meiner kommunalen Erfahrungen ein Ressort, das Bundesbauministerium, übertragen bekam. Die Meinung war nicht sehr weit verbreitet, dass dieses Ministerium nicht hätte besetzt werden können, wenn ich nicht gekommen wäre. Und das hat Herbert Wehner in der ihm eigenen Art mir auch durchaus zu verstehen gegeben. Es hat geraume Zeit gedauert, bis diese Distanz, für die ja auch einiges sprach, sich mehr und mehr verloren hat. Und es war, Helmut Schmidt wird sich erinnern, vor allem in der Zeit der Schleierentführung, jetzt vor 20 Jahren, wo er sich mir gegenüber viel stärker öffnete und wo sich dann ein Verhältnis entwickelt hat, das ich von gegenseitigem Respekt getragen und auch in Zuneigung getragen kennzeichnen will. Mit dem Wort Freund gehe ich nicht so inflationär um, wie das gelegentlich in der Politik geschieht. Außerdem bei dem Altersabstand würde ich mich übernehmen, meinerseits das Wort Freundschaft in den Mund zu nehmen. Und das hat ja dann auch schließlich mit dazu geführt, dass ich nach der Wahl 1983 sein Nachfolger wurde im Amt des Fraktionsvorsitzenden. Bei mir war das immer so, auch das wird Helmut Schmidt bestätigen, dass ich meistens eine neue Aufgabe übernommen habe, wenn die Zahl der Mitbewerber für diese Aufgabe relativ klein war. Nicht? Das galt für den Übergang nach Berlin, das galt aber auch für die Spitzenkandidatur 83 und das galt dann auch für diese Nachfolge. Zu Herbert Wehner brauche ich über das Gesagte hinaus eigentlich von mir aus nichts Ergänzendes hinzufügen. Nur stichwortartig seine strategischen Leistungen, die bestanden darin, dass er Godesberg das Programm nicht entworfen hat. Da hat er sich eher zurückgehalten, aber er war maßgebend beteiligt, dass es die Partei auf ihrem Parteitag 59 angenommen hat, weil er sich voll dafür engagiert hat. Dann die historische Leistung 30. Juni 1960, die Rede, die Westintegration auch seitens der Sozialdemokratie bejaht hat, die Vorbereitung der Großen Koalition, die für die anschließende Koalition von ganz entscheidender Bedeutung war, sein Eintreten für Europa, dass er der sozialliberalen Koalition in den 13 Jahren ihres Bestehens immer wieder den Rücken freigehalten hat. Er konnte unglaublich hart sein. Und manche haben den Kopf eingezogen, wenn er am Rednerpult des Deutschen Bundestags stand. Übrigens, was ich immer bewundert habe, Helmut, manche sagten, er hätte Sätze aufeinander getürmt, wie die alten Zyklopen ihre Steinmauern. Aber seine Sätze sind immer aufgegangen am Schluss. Nicht? Kann man heute noch nachlesen, sie sind immer aufgegangen. Aber er konnte auch unglaublich sensibel sein. Wenige wissen, dass er, wenn es ihm Spaß machte, abends im vertrauten Kreis auf der Mundharmonika spielte. Und es war nicht einfach so. Und einmal weiß ich noch, da standen ihm Tränen in den Augen. Das war nach der Wahl 72. Da war die Fraktion neu zusammengetreten und abends war so ein geselliges Beisammensein. Und in fortgeschrittener Stunde zog er einen Zettel aus der Hosentasche und stimmte das Lied an, in dem auch die Strophe vorkommt, wir sind die stärkste der Parteien. Und das waren wir ja dann auch 72. Ne?
das waren wir, 72. Letzte Bemerkung, ich habe sehr verfolgt, wie unendlich vielen Menschen dieser Mann geholfen hat. Ich habe in seiner Nachfolge dann mich um das gleiche Gebiet bemüht. Bei mir waren es etwa 4.000 bis 5.000 Fälle der Familienzusammenführung, der Häftlingsauslösung. Bei ihm waren es 25.000 oder 30.000. Und ich glaube, es gibt in keiner Stadt und in keinem Landkreis Menschen, in beiden Teilen, denen er nicht geholfen hat. Ja. Nun ist man immer in Versuchung zu sagen, früher war alles besser, nicht? Ich meine, das, die Versuchung wächst mit dem Alter. Aber davor warnt mich meine Frau immer, dass ich das so oft sagen soll. Aber eins ist wahr, er hat durch das überzeugt, was Helmut Schmidt gerade gesagt hat, aber er hat auch durch die Bescheidenheit seiner Lebensführung überzeugt. Die Bescheidenheit seiner Lebensführung. In gewissem Sinne sprechen auch diese Stühle und der Tisch dafür. Und wer die Wohnung am Heiderhof kannte, oder wer jetzt zu Greta hinausgeht, wie heißt die Straße? Tornauer Straße? Ja, Tornauer Straße. Der kriegt einen Eindruck davon. Das ist das absolute Gegenbild zu dem, was heute in den Köpfen der Menschen an Vorstellung von den Politikern existiert. Ich möchte einen Vorschlag machen, Jochen. Ja. Dass wir, zumal wir hier in Sachsen auf dem Boden der alten DDR sind und die meisten Menschen hier in diesem Saal nur über das Westfernsehen, das man aber in Dresden gar nicht mitkriegen konnte, einigermaßen verfolgen konnten, aber nicht richtig verfolgen konnten, was bei uns im Westen los war. Ich möchte den Vorschlag machen, dass wir mal die vergangenen 4 oder etwas mehr Jahrzehnte uns nacheinander angucken und vor diesen sächsischen Zuhörern ein bisschen ins Detail gehen anhand der mehreren wichtigen politischen Ereignisse und Akte, die sowohl Heinrich Potthoff als auch du eben schon genannt haben. Ich will einmal anfangen mit den beiden großen Ereignissen, an denen Wehner beteiligt war in den 50er Jahren. Das war einmal das Godesberger Programm 59 und es war am Ende der 50er Jahre, genauer gesagt am 30. Juni 1960, die Bundestagsrede. Herr Potthoff, das war ja nicht so, dass es nur zweimal eine Troika gegeben hätte, sondern es hat dreimal eine gegeben. Es hat auch in den 50er Jahren ein Dreigespann gegeben. Das war Herbert Wehner, Carlo Schmid und Fritz Erlan. Der Parteivorsitzende war Erich Ollenhauer. Und es gab mindestens 2, 3 weitere hochgewichtige Figuren. Einer war Adolf Arndt, ein glänzender Jurist mit einem tief gegründeten moralischen Fundament. Und das andere war Willy Eichler, der Name kommt heute kaum noch vor, ein Mann mit großem Bildungshorizont. Und dann muss ich noch einen Bayern nennen, der aber gar nicht in Bonn anwesend war zu der Zeit. Das war Waldemar von Knöringen. Aber in der Parlamentsfraktion waren es die drei, die ich genannt habe. Carlo und Herbert und Fritz. Die damals unter uns, ich war seit 53 im Bundestag, die Reformer genannt worden sind. Dieser Ausdruck Reform hat sehr viel später dann plötzlich große Bedeutung bekommen. Die drei hießen die Reformer. Es war eine gewisse Ermattung, eine gewisse lethargische Stimmung eingetreten nach dem Tode von Kurt Schumacher. Schumacher ist im Sommer 52 gestorben. 52, ja. Und die haben wesentlich beigetragen, und dazu gehört dann
Knöring, dazu gehört Eichler, dazu gehört Arndt, wesentlich beigetragen dazu, dass das Godesberger Programm erarbeitet wurde, das sich ganz deutlich abhob von früheren sozialdemokratischen Parteiprogrammen. Und es wäre ganz unhistorisch, nicht zu erwähnen, dass auch von Seiten einer Reihe geistig mit großem Horizont ausgestatteter Personen aus dem Bereich der katholischen Kirche starke Einflüsse in die Sozialdemokratie und in das Godesberger Programm hineingewirkt haben. Und was die andere große Sache dieses Jahrzehnts angeht, die Rede Wehners am 30. Juni, die ja es quasi für selbstverständlich erklärte, dass die deutsche Sozialdemokratie der von Adenauer begonnenen Westbindung der Bundesrepublik Deutschland nunmehr ohne Vorbehalt zustimmte. Als ob es selbstverständlich wäre, so sprach er. Herbert hat das nicht erfunden, sondern es gab Übereinstimmung zwischen Leuten wie Erler und Carlo Schmid und Arndt, ich gehörte auch schon ein bisschen dazu, dass das notwendig sei, wie wir auch alle für die Einbindung in die Europäische Gemeinschaft. Damals hieß sie noch Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Das war ja damals die Schlüsselindustrie. Wir waren alle der Meinung, es sei notwendig. Und insofern war es eine erhebliche Revision gegenüber Kurt Schumachers Vorstellung. Auch in Wehners Kopf eine erhebliche Revision gegenüber Schumachers Vorstellung, den Wehner in den frühen 50er Jahren angehangen hatte. Aber Wehner war derjenige, der den Mut hatte, das öffentlich auszusprechen. Das war eine ganz ungeheuer wichtige Weichenstellung. Er hatte damals begriffen, dass die Bundesrepublik Deutschland der Verankerung im Westen bedurfte und des Vertrauens durch die drei Westmächte bedurfte, um das zu betreiben, was man später Ostpolitik genannt hat, gegenüber Moskau, gegenüber Warschau, gegenüber Prag und gegenüber Ost-Berlin. Der Deutschlandplan, der auch erwähnt wurde, fiel auch in die 50er Jahre. Ich kann mich daran sehr gut erinnern, weil ich einer von 6 oder 7 Leuten war, die den ausgearbeitet haben. Einer von ihnen war Kurt Mattig übrigens, einer unserer Berliner Freunde. Und Herbert Wehner war der Vorsitzende dieser kleinen Gruppe von 6 oder 7 Leuten. Und ich kann mich sehr gut erinnern, ich war für den wirtschaftlichen Teil verantwortlich. Den haben wir damals gar nicht veröffentlicht nachher. Ich kann mich sehr gut erinnern, dass in diesem wirtschaftlichen Teil Dinge drin standen, die sich heute als wahr erweisen. Das nämlich für den Fall der politischen Vereinigung zunächst mit hoher Arbeitslosigkeit in der DDR gerechnet werden muss. Wir haben das damals nicht veröffentlicht, aber wir waren uns darüber klar. Wir waren uns auch darüber klar, dass die Währungsumstellung, die unvermeidlich sein würde bei einer Vereinigung der beiden deutschen Staaten, zusätzliche Schwierigkeiten auslösen würde. Und ich habe damals geschrieben in dem Papier, dass in ganz hohem Maße öffentliche Investitionsprogramme notwendig werden würden, um wenigstens einen Teil der zwangsläufig in Thüringen, Sachsen, Mecklenburg, Brandenburg etc. auftretenden Arbeitslosigkeit, wenigstens einen Teil dieser Arbeitslosigkeit aufzufangen. Als dann die Vereinigung tatsächlich geschah, 30 Jahre später, 30 Jahre nach dem Deutschlandplan, der das erste Dokument notabene einer durchdachten Ostpolitik gewesen ist. Als dann die Vereinigung wirklich zustande kam, haben diejenigen, die damals in Bonn regierten und heute noch regieren, leider Gottes,
die haben diese ökonomischen Einsichten nicht gehabt. Sie hätten sehen müssen, schon im Laufe des Jahres 90, noch vor dem 3. Oktober, dass die Bürger der DDR, die lange vorher immer jahrelang auf die Zuteilung ihres Trabi gewartet hatten, dass sie nun gar keinen Trabi mehr kaufen wollten, sondern sie kauften stattdessen gebrauchten Opel oder einen gebrauchten Ford aus, oder einen gebrauchten VW aus Wolfsburg. Der war 3-4 Jahre alt, er war aber billiger als ein brandneuer Trabi und er war sogar besser. Und an diesem Beispiel hätte man sehen können, dass die unglaublichen wirtschaftlichen Fehlentscheidungen, die nach der politischen Vereinigung dann gemacht worden sind, dass die ganz anders hätten ausfallen müssen. Man konnte sehen, dass manches von den industriellen Produkten der alten DDR, das im Rahmen des alten Rats für gegenseitige Wirtschaftshilfe, des RGW und der sowjetischer Führung, zwar gute Produkte waren, dass die Moskauer und dass die Polen und dass die Rumänen und die Bulgaren und die Tschechoslowaken durchaus gerne Maschinen kauften, die in der DDR hergestellt wurden. Aber in dem Augenblick, wo diese Maschinen oder wie die Autos, wie der Trabi, in Konkurrenz treten mussten mit Produkten aus Holland oder aus Italien oder aus Frankreich oder aus Westdeutschland, da erwiesen sie sich als nicht so gut, wie man gedacht hatte, nicht so wettbewerbsfähig. Und dazu kam, dass sie über Nacht sehr viel teurer geworden waren und dass die Kunden in Warschau und die Kunden in Bukarest und die Kunden in Moskau gar nicht mehr bezahlen konnten. Das hat damals für Leute, die an dem alten Deutschlandplan der SPD mitgearbeitet hatten, als vorhersehbar klar zutage gelegen, aber die Regierenden in Bonn haben das nicht sehen wollen. Vielleicht haben sie es gesehen und haben es verschwiegen nach außen und haben Versprechungen gemacht, in 4 Jahren blühende Landschaften, in 4 Jahren Westlöhne, die gar nicht eintreten konnten. Ich will das offen lassen. Ich will mal zugunsten von Kanzler Kohl annehmen, dass er es nicht gewusst hat, dass er sich geirrt hat. Aber vielleicht, Jochen, hast du zu den 50er Jahren was beizutragen. Wir sollten dann auch noch mal auf die 60er Jahre kommen. Helmut, zu den 50er Jahren kann ich kaum etwas beitragen. Du darfst nicht vergessen, da war ich 24 Jahre alt, als die 50er Jahre begonnen haben. Und dass ich nun aus größerer Nähe die politische Landschaften und Entwicklungen verfolgt habe, das hat eigentlich erst mit meiner Wahl zum Münchner Oberbürgermeister im Mai 1960 begonnen. Also ich könnte erst etwas beitragen aus persönlichem Erleben für die 70er und für die 80er Jahre. Und da habe ich eben Herbert Wehner als den kennengelernt, dem deswegen ein ganz hoher Anteil an den Erfolgen der sozialliberalen Koalition zukommt, weil er einerseits mit dem damaligen Koalitionspartner, aber andererseits auch innerhalb der eigenen Partei, in der es ja immer wieder lebhafte Bewegungen in die verschiedenen Richtungen gab, mit starker Autorität zusammengeführt hat und dem Kabinett, auch dem deinen, den Rücken freigehalten hat. Ohne Herbert Wehner wäre das alles ein ganzes Stück schwierig geworden. Und da darf ich dann vielleicht noch etwas anfügen. Man hört jetzt heute ja so Leute wie den Helmut Schmidt und den Willy Brandt und den Herbert Wehner, das gibt's jetzt alles gar nicht mehr. Die einen sagen es mit diesem Aspekt und die anderen mit jedem. Darf ich dazu sagen, Herbert Wehner hatte diese starke Autorität, und das kann man dann auch auf die anderen von mir genannten übertragen. Nicht, weil er besonders laut schreien konnte, das konnte er auch, wenn es notwendig war, nicht? Übrigens war es gefährlicher, wenn er ganz leise wurde. Ja? Dann wurde es gefährlicher, als wenn er laut schrie. Das konnte er auch. Und er hatte die Autorität nicht aus seiner Funktion. Der Mann hatte die Autorität aus seinem Leben und das, was er durchgestanden und bewältigt hatte und wie er mit Irrtümern, auch schweren,
die in seinem Leben durchaus vorhanden war, wie er damit fertig wurde. Und deswegen war die Bereitschaft, auf diesen Mann zu hören, weil er durch sein Leben legitimiert war, so stark. Und da ist es ein bisschen ungerecht, wenn man den Jüngeren, die weder in einer Diktatur sich behaupten mussten oder die lernen mussten daraus, die nicht im Kriege Gefahren besonderer Art gegenüberstanden, die nicht in der Emigration waren, wenn man denen mit ähnlichen Erwartungen begegnet wie diesen Männern. Ich stimme dem zu. Ich möchte gleichwohl noch einmal zwei Punkte aus den 60er Jahren hervorheben und dann sollten wir über die 70er reden. Ja. In den 60er Jahren sind in meiner Erinnerung, was den Onkel angibt, zwei Dinge, die in meiner Erinnerung hervorragen. Das eine ist, er hat mit Beginn der 60er Jahre geahnt, dass der Weg der westdeutschen Sozialdemokratie in die Regierungsverantwortung ein ganz schwieriger Weg sein würde und hat entweder 61 oder 62 angefangen mit einzelnen Personen der Christlich-Demokratischen Union in Bonn Gespräche zu führen über die Möglichkeit einer großen Koalition. Einer seiner Partner war der Freiherr zu Guttenberg, mit dem ich mal ein paar Jahre vorher einen furchtbaren Streit im Bundestag ausgefochten hatte. Und als dann die Regierung Erhard mit einer relativ kleinen Wirtschaftskrise, nicht nennenswert gegenüber der Krise, in der wir uns heute befinden, nicht fertig werden konnte, wäre wohl die Große Koalition ohne Wehner nicht zustande gekommen. Der zweite Punkt liegt drei Jahre später. Im Jahr 69, da kam es zu dieser Koalition zwischen Brandt und Scheel, zwischen Sozialdemokraten und Freien Demokraten. Und die Freien Demokraten beanspruchten den Außenminister. Na schön, hat der Brandt gesagt, dann nehmt ihr mal den Außenminister. Ich werde schon aufpassen, hat er sich gedacht. Und die Sozialdemokraten beanspruchten das Verteidigungsministerium, das galt als Pendant, und übrigens auch das Finanz- und das Wirtschaftsministerium. Aber sie hatten keinen Verteidigungsminister. Derjenige, der dafür prädestiniert war, Fritz Erler, war tot. Fritz Erler war Anfang 67 gestorben. Und dann kamen sie zu mir und ich sollte das machen. Ich war aber Fraktionsvorsitzender, ich war Herbert Wehners Vorgänger als Fraktionsvorsitzender. Und ich fand mich da sehr wohl. Du bist mein Großvater. Ja, bitte mir Respekt aus von Seiten des Enkels. Also mit dem Enkel kannst du zufrieden sein. Meistens. Immerhin. Jedenfalls wollte ich gar nicht Verteidigungsminister werden. Und dann haben Brandt und Wehner aber insistiert und ich habe schließlich nachgegeben, aber unter einer Bedingung. Ich kannte ja meine Sozialdemokratische Partei ganz gut. Ich war immerhin 8 Jahre lang Vorsitzender gewesen eines großstädtischen Kreisvereins mit 10.000 Mitgliedern in Hamburg. Und ich wusste, dass es innerhalb der Sozialdemokratie natürlich Pazifisten gibt, aber auch Idealisten, die meint, wenn man selber ein anständiger Mensch ist, der den Frieden will, dann kann man davon ausgehen, die anderen wollen auch alle den Frieden. Und wozu brauchen wir dann noch eine Armee? Und ich sah voraus, dass es einige geben würde, die einen sozialdemokratischen Verteidigungsminister als den Nachfolger Gustav Noskes, der übrigens missverstanden wird, beschimpfen würden. Und da habe ich gesagt, jawohl, ich bin bereit, auf die Harthöhe zu gehen, Verteidigungsminister zu spielen, aber nur unter der Bedingung, dass der Herbert, der Bundesminister war in der Regierung der Großen Koalition, dass der Herbert sein Bundesministeramt aufgibt und zurückgeht ins Parlament und den Fraktionsvorsitz übernimmt. Ich habe mir vorgestellt, und das hat sich dann auch bewahrheitet, dass er mir den Rücken frei halten würde, wie du eben mit Recht gesagt hast. Das hat sich auch so ergeben. Und der Herbert Wehner hat das gemacht. Ich weiß nicht, ob es ihm ganz leicht gefallen ist. Ich glaube nicht. Denn im Grunde
war die Tatsache, dass er Minister der Bundesrepublik Deutschland war, in seinen Augen doch so etwas wie eine Bestätigung dafür, dass man nun ihn als Demokraten voll akzeptierte. In einer Koalition mit den Christdemokraten, die dann später wieder angefangen haben, ihn zu verdächtigen und in schlimmster Weise zu verletzen. Ich habe dem Herbert Wehner das innerlich außerordentlich gedankt. Und das leitet dann über in die 70er Jahre, von denen du mit Recht sagst, dass er der Regierung Brandt und später der Regierung Schmidt den Rücken frei gehalten hat. Denn wir haben natürlich auch Fehler gemacht. Wir sind auch in Schwierigkeiten gekommen, auch in Schwierigkeiten mit der eigenen Partei oder mit dem Koalitionspartner. Und hier muss man einen Freien Demokraten erwähnen, übrigens auch in Sachsen. Wolfgang Mischnick, das war der Fraktionsvorsitzende der Freien Demokraten im Bundestag, und Mischnick und Wehner, die haben vieles zusammen wieder in Ordnung gebracht, was zwischen Genscher und Schmidt oder später Lambsdorff und Schmidt schwierig geworden war. Dieses Schlagwort von Jochen Vogel mit dem Rücken frei halten, das möchte ich dreimal dick unterstreichen. Ja, wenn ich da anknüpfe, dann kann ich aus den 80er Jahren vielleicht noch beitragen, die schwierige Situation, Helmut, nach der Wahl 1980, Fortsetzung der sozialliberalen Koalition. Das war nicht ganz einfach, vor allen Dingen gab es eine große Auseinandersetzung mit der FDP über die Fortführung der Mitbestimmung. Es gab eine Situation im Ruhrgebiet, wo ein großes Unternehmen aus dieser Mitbestimmung, die ja doch eine sehr große gesellschaftliche Bedeutung gehabt hat, ausscheiden wollte. Ich glaube, es ging um Hoesch. Und die FDP hat das fast zur Koalitionsfrage für die Erneuerung der Koalition gemacht. Du hast dich da sehr engagiert, aber ich habe auch an 3 oder 4 stundenlangen Beratungen bei Herbert Wehner teilgenommen, wo die Gewerkschaftsvertreter, die FDP-Vertreter am Tisch saßen und wo er mit einer unglaublichen Geduld und manchmal auch nur durch sein Mienenspiel, das außerordentlich ausgeprägt sein konnte, und die Art und Weise, wie er seine Pfeife in die Hand nahm, für eine Entwicklung gesorgt hat, die dann schließlich auch mit dem damals schon sehr schwierigen Lambsdorff zur Verständigung geführt hat, Dann, das muss man sagen, hat er nach dem Misstrauensvotum und nachdem der gegenwärtige Bundeskanzler seine Funktion angetreten hat als Bundeskanzler, hat er schon unter seiner Krankheit zunehmend gelitten, und die ihn gut kannten, für die war es manchmal quälend. Aber er hat etwas noch mit voller Klarheit gesagt, was gerade jetzt in die Gegenwart passt. Er hat nämlich damals, und das hat er eigentlich betrübt gesagt und bedrückt, aber jetzt ist das ein Zeichen der Hoffnung. Er hat damals gesagt, wenn diese Koalition bricht, dann wird die SPD 15 Jahre in der Opposition sein. Und die 15 Jahre sind Und die 15 Jahre sind jetzt voll. Die meisten sind damals erschrocken, aber jetzt muss ich sagen, ne? Ja. Also. Das war übrigens am Ende der 70er, Beginn der 80er Jahre nicht die einzige Krise. Es gab eine andere Krise, die viel stärker in die eigene Partei hineingewirkt hat, über den sogenannten NATO-Doppelbeschluss. Ich musste heute Morgen, ich habe heute Morgen in Hamburg 2 Stunden lang mich mit dem Michail Gorbatschow unterhalten, über die Entwicklung der Außenpolitik in den letzten Jahrzehnten und über die heutige Lage. Und Gorbatschow hat in diesem Gespräch erzählt, wie er in den 70er Jahren, da war er schon Mitglied des Politbüros in der KPdSU, überhaupt nicht gewusst hat, welche und was für Rüstungsanstrengungen die Sowjetunion unternahm.
Das ging für einen westlichen Demokraten unvorstellbar. Wir haben gedacht, das Politbüro sei die oberste Instanz in Moskau. War es vielleicht auch, aber es gab noch eine alleroberste. Und das war das Zusammenspiel zwischen dem alten Herrn Brezhnev, der war schon ein bisschen reichlich gebrechlich, als ich ihn kennenlernte 1974, das Zusammenspiel zwischen Brezhnev und dem sowjetischen Militär. Er hat zum Beispiel, sagt er, und ich glaube ihm das, überhaupt nicht gewusst von dieser enormen Aufrüstung der Sowjetunion, was die atomaren Mittelstreckenwaffen, die im NATO-Slang SS-20 hießen, dass die Sowjetunion das begann. Er hat begriffen, sagt er, als er 85 Generalsekretär wurde, da musste ich vieles lernen. Da bin ich natürlich auch zum Militär gegangen, um einiges zu lernen und auch zu den Raketentruppen, Luftabwehrraketen rund um Moskau. Und da habe ich gelernt, sagt er, dass es gegen die westlichen Pershings keine Verteidigung gab. Und wenn die erstmal losgingen, dann würde Moskau in Schutt und Asche liegen. Und ich habe zu ihm gesagt, das war ja genau das, was sie uns vorher schon 8 Jahre lang zugemutet haben, dass wir keine Verteidigung hatten gegen eure Mittelstreckenatomwaffen. Ja, sagt er, weiß ich. Und dann habe ich Gorbatschow den Beschluss gefasst, das muss ein Ende haben. Und dann habe ich mich mit dem Reagan getroffen in Reykjavik und nochmal in Genf. Und dann habe ich vorgeschlagen, auf beiden Seiten diese Waffen total abzuschaffen, auf Null zu gehen auf beiden Seiten. Das war notabene gesagt ein Vorschlag, den ich ein paar Jahre vorher schon gemacht hatte. Aber ich war ja nun gar nicht mehr im Amt. Und ich musste heute Morgen an Herbert Wehner denken, der mir damals in diesen schwierigen Auseinandersetzungen Ende der 70er, 80er Jahre wegen des NATO-Doppelbeschlusses den Rücken gestärkt hat. Das war ganz schwierig. Ob er von der Weisheit des NATO-Doppelbeschlusses überzeugt war, das kann ich gar nicht sagen. Aber jedenfalls, man konnte sich darauf verlassen, dass er dazu stand. Das war unglaublich wichtig. Und hier muss ich mal ein Wort sagen über den heutigen Bundeskanzler Kohl, den ich sonst nicht sehr leicht lobe. Aber dies ist einer der Punkte, wo er die bisherige Politik fortgesetzt hat. Potthoff hat vorhin davon geredet, dass er die Ostpolitik fortgesetzt hat. Er hat auch die Westpolitik fortgesetzt. Übrigens auch die Europapolitik fortgesetzt. Er hat ja nicht den Euro erfunden, er tut so, als ob. Den haben andere erfunden, nicht? Den hat er Giscard d'Estaing erfunden und ich und andere vor uns haben zuerst davon geredet, nicht zuletzt Jean Monnet, Franzose, der eine große Rolle gespielt hat in den 50er Jahren. Übrigens, wenn ich das noch sagen darf. Herbert Wehner übrigens guten Kontakt hatte mit Jean Monnet. Ja, und der Herbert Wehner war in den 50er Jahren derjenige, der zu mir gesagt hat, geh du mal in das Monnet-Komitee. Das war ein privates Komitee für die Herstellung der Vereinigten Staaten Europas. In diesem Komitee sind manche der Gedanken entstanden, die dann später zur Europäischen Union geführt haben. Auch der Gedanke einer gemeinsamen Währung ist damals schon in den 50er Jahren erörtert worden. Vielleicht soll ich mein Wort zur aktuellen Politik sagen. Ich lese immer in den Zeitungen, dass Kurt Biedenkopf, Ihr Ministerpräsident, öffentlich gegen den Euro polemisiert. Da muss ich sagen, davon versteht er nicht genug. Ich möchte noch mal an einen ganz wichtigen Punkt im Leben von Herbert Wehner anknüpfen. Im Übrigen ein Leben, in dem sich die deutsche Geschichte in dem jetzt zu Ende gehenden Jahrhundert ja in ganz besonderer Weise verkörpert hat. Und das ist die Frage, warum er mit dem Kommunismus gebrochen hat. Er ist ja 1923 nicht gezwungenermaßen zu der damaligen Kommunistischen Partei gegangen, sondern er war der Überzeugung, dass hier ein Weg beschritten wird, der zur Befreiung
der Arbeiterklasse, wie man damals sagte, führen würde. Und es war ein langer Prozess, bis er erkannt hat, dass das ein Irrweg war. Und wenn ich mich nicht sehr täusche, hier sitzt Greta und hier sitzt Heinrich Potthoff, dann hat er insbesondere in Schweden, als er dort in Haft war, erkannt, dass das, was ihm eigentlich am tiefsten am Herzen lag, nämlich das Prinzip der Menschenwürde und der Menschenrechte, dass dies von dem Kommunismus, wie er sich entwickelt hatte, mit Füßen getreten wurde. Er hat wenige Jahre später einmal gesagt, wer in Deutschland in den Jahren zwischen 33 und 45 gelebt hat, der hat totalitäre Herrschaft in ihrer Wirklichkeit nur zu 49% kennengelernt. Ich, Herbert Wehner, habe die anderen 51% in Moskau und in der kommunistischen Welt kennengelernt. Ein Satz, über den man auch noch streiten kann, ob da nicht der Nationalsozialismus eine Spur zu gut wegkommt. Aber wie dem auch sei, so tief war der Bruch. Und ich glaube, man darf auch etwas erwähnen, was mich sehr beeindruckt hat, weil ich es nicht wusste, dass bei seinem Bruch mit dem Gott, der keiner war, wie eine dieser Formulierungen lautet, dass dabei das Christentum eine wichtige Rolle gespielt hat. Er hat mir am Heiderhof oben mehrere Male eine alte, zerlesene Bibel gezeigt, die er offenbar im schwedischen Gefängnis in die Hand genommen hat. Das hat auch eine wichtige und große Rolle gespielt. Und er hat auch all diese schlimmen Verleumdungen von beiden Seiten nur durchstehen können, weil er sich in seiner Verwurzelung und Verankerung im Gedanken der Menschenwürde und der Menschenrechte und des Eintretenmüssens für die Schwächeren absolut sicher gewesen ist. Und noch was, Helmut, darf man, glaube ich, sagen, dass mit all dem fertig geworden ist. Dazu hat seine Frau Lotte Burmester seit den schwedischen Jahren und dann Greta ganz entscheidend beigetragen. Und Greta, das darf ich erwähnen, ist eine von den Menschen, für die einer Sache und einer Person dienen nichts Verwerfliches oder Abzulehnendes ist, sondern Lebensinhalt war. Das, glaube ich, muss man auch erwähnen, wenn von Herbert Wehner die Rede ist. Vielleicht darf ich noch einen Namen nennen, im Zusammenhang mit dem Onkel. Das ist Eugen Selbmann, der lebt auch schon lange nicht mehr. Eugen Selbmann war der außenpolitische Berater der Fraktion und das heißt über lange Jahre Herbert Wehners außenpolitischer Berater. Aber ich möchte noch mal zurückkommen auf deine Bemerkung über seinen Bruch mit dem Kommunismus und mit der Kommunistischen Partei. Ich glaube, dass er auch erkannt hat, dass in der ganzen marxistischen Ideologie, die eine Reihe sehr richtiger Erkenntnisse zutage gefördert hat, ein Geburtsfehler drin steckte. Schon im Kommunistischen Manifest, beinahe anderthalb Jahrhunderte her, nämlich der Geburtsfehler, sich vorzustellen, dass das Heil der Gesellschaft läge in einer Diktatur des Proletariats. Jedwede Diktatur ist was Schlimmes. Jedwede. Und er war ja durchaus ein Mann mit philosophischen Neigungen. Leider hat er kein Buch geschrieben. Aber wenn er ein Buch hätte schreiben können im Alter, in den letzten Jahren, dann vermute ich beinahe, dass auch eine Auseinandersetzung mit diesem
einem der Kerngedanken der marxistischen Philosophie aus seiner Feder geflossen wäre. Auf der anderen Seite, Jochen Vogel hat mit Recht gesprochen von dem Bruch Wehners mit der kommunistischen politischen Vorstellung, gesellschaftlichen Vorstellung. Auf der anderen Seite hat er aber festgehalten an dem Prinzip der sozialen Gerechtigkeit und dem Prinzip, sorgen zu müssen für das Wohlergehen der kleinen Leute, der arbeitenden Menschen oder wie Jochen Vogel eben mit Recht erwähnt hat, wie man früher zu sagen pflegte, der Arbeiterklasse oder wie ich heute immer noch sagen würde, der alten Arbeiterbewegung. Das hat da gab es gar keinen Bruch. Das hat er eisern festgehalten. Die Ideologie der Kommunisten und ihre Herrschaftsvorstellung beiseite geschoben, aber festgehalten an dem moralischen, an dem ethischen Prinzip, verpflichtet zu sein für das Wohl der kleinen Leute. Und übrigens ist das eine Sache, die mir heute sehr fehlt in der deutschen Politik, das Pflichtbewusstsein. Ich sehe viele Politiker, die glänzen wollen, die Karriere machen wollen, die möglichst jede Woche in irgendeiner Talkshow im Fernsehen auftreten möchten, aber die einen vermissen lassen, dass man sicher sein kann, dass sie ihre Pflicht erkennen und dass sie ihre Pflicht erfüllen wollen. Da würde ich ein bisschen differenzieren, Helmut, mit allem Respekt. Bei einer ganzen Reihe würde ich dir zustimmen, bei anderen würde ich sagen, sie plagen sich, und da gucke ich über den Rand der Parteien hinaus, sie plagen sich redlich und mühen sich. Aber das gibt es auch im Übrigen mit den Talkshows, da bin ich völlig deiner Meinung, das ist ja manchmal geradezu peinlich. Aber darf ich hier mal fragen, wir hätten es doch in der Hand, dass das unterbliebe. Nicht? Richtig. Abstellen. Nicht? Was meinen Sie, was Fernsehveranstalter sofort reagieren, wenn die Einschaltquote runtergeht? Nicht? Also ich habe ja da das Thema mir ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, jetzt mit der Prinzessin Diana. Nicht? Da war eine Riesenaufregung, was die Presse alles früher geschrieben hat und die Paparazzi und so weiter und so fort. Ja, verflucht doch mal, wenn es die Menschen nicht gekauft hätten, dann wäre das nie und nie mal ein Thema gewesen. Nicht? Also man muss immer aufpassen, wenn man mit dem Finger, und das meine ich jetzt für meinen Vorwurf da, auf andere zeigt, hat Heinemann mal gesagt, dann deuten immer drei Finger, oder wenn man noch jünger ist, vier derselben Hand auf einen zurück. Ne? Aber du hast völlig recht. Du hast mal einen fabelhaften Vorschlag gemacht, Helmut, der aber leider keine Resonanz. Ich meine, auch von dir sind gute Vorschläge manchmal nicht auf, die du gemacht hast. Das war ein Tag in der Woche fernsehfrei. Ne? Und zwar nicht vom Staat verordnet, sondern die Familien sollten einen Abend die Glotze abstellen und miteinander Mensch ärgere dich nicht spielen. Oder sonst was miteinander tun. Das Schlimme ist ja, Jochen, dass das Fernsehen heute zu dem wichtigsten pädagogischen, zum wichtigsten Erziehungsfaktor geworden ist. Die jungen Leute sitzen 3-4 Stunden im Schnitt pro Tag vor dem Fernsehgerät. Und was wird ihnen geboten? Sport, das ist prima. Fußball gucke ich auch gerne zu. Jedenfalls, wenn die ein anständiges Spiel liefern. Aber was ihnen dann noch denkst geboten... Denkst du an eine bestimmte Mannschaft? Oder? Ja, deine Münchner, deine ich Bayern, zwei. Da bin ich zwei. Immer froh, wenn die verlieren. Das ist lieber Helmut, also erstens lege ich mal Wert auf die Feststellung, dass wir zwei Clubs haben, ne? Ja. Die Bayern und die 60er. Ja. Und wenn du es nicht weitererzählst, dann wird es keiner weitererzählt, mir geht es ähnlich, weil die so furchtbar sich aufblasen und weil sie jetzt der Stadt sogar Ultimaten stellen wegen des Stadions und weil ich einfach auch nicht leiden kann, wenn in einem so schönen Sport nur noch das Geld
ausschlaggebend ist. Richtig. Und wenn von Sport viel zu wenig geredet wird. Als Oberbürgermeister hätte ich mir sowas nie leisten können, was Sie jetzt gesagt haben. Da war ich streng neutral. Nicht? Wärst du auch gewesen als Hamburg. Aber warum soll ich aus meinem Herzen eine Mördergrube machen? Mit den 60ern ist das besser. Außerdem, aber das ist lang her, war der, die 60er waren mal ein Arbeiterverein, ja. Und die anderen waren es nicht. So. Also so groß ist der Vorsprung der Bayern vor den Hamburgern nicht. Ihr habt Bayern München und München 1860 und wir haben HSV und St. Pauli. Aber meine Sympathien sind bei den Rostockern. Ja. Und das muss ich schon sagen. Ja. Ja. Wobei ihr das ja nicht wisst, dass wir Hamburger uns immer einbilden, die Hauptstadt von Landeiern zu sein. Ja. Wir haben immer eine Sympathie gehabt für Rostock. Ich möchte zum Fernsehen nochmal zurückkommen. Fußball ist in Ordnung. Und Unterhaltungsprogramme können auch in Ordnung sein. Was mich innerlich immer wieder empört, ist der Umstand, dass jeden Tag auf so und so vielen Kanälen Verbrechen, Gewalttaten, Schießereien, Tote, Leichen. Und wenn es gerade mal keinen Spielfilm gibt, in dem Menschen umgebracht oder in denen Frauen vergewaltigt werden, dann wenigstens in den Nachrichten eine Explosion oder eine Naturkatastrophe von Menschenhand ausgelöst in Indonesien oder ein paar Tote in Algerien. Die jungen Menschen, die 14-Jährigen, die 15-Jährigen, die 17-Jährigen, die kriegen ein Bild von der Welt. Sie haben es alles mit eigenen Augen gesehen, mit eigenen Ohren gehört vor der Glotze. Ein Bild von der Welt, als ob sie überwiegend aus Gewalttat und Egoismus bestehe. Das macht mir tiefe Sorgen. Meine Bemerkung vorhin über die Pflichten übrigens auch, die war nicht auf den eigenen Verein gezielt, nicht auf die eigene Partei. Ich habe sie eingeschlossen, aber sie war auf die deutsche Politik insgesamt gemünzt. Natürlich gibt es Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Ich bin so ein bisschen befreundet, politisch sind wir in manchen Punkten anderer Meinung, mit dem gegenwärtigen Verteidigungsminister, dem Volker Rühr. Das kommt daher, weil das auch ein Hamburger ist. Und der hat mal in einem Kreis, wo wir miteinander debattierten, mit dem Finger auf zwei Leute gezeigt, einer von den beiden war ich, und er hat gesagt, ja, ihr hattet es ja eigentlich leichter, eure Pflichten zu erkennen, denn ihr hattet ja ein Schicksal hinter euch. Und das stimmt mit dem überein, was du vorhin über die gesagt hast, die noch ein schwereres Schicksal hinter sich hatten, weil sie aus dem KZ kamen oder aus dem Zuchthaus wie Schumacher. Übrigens, das habe ich dem Honecker immer positiv angerechnet, diese langen Jahre in Brandenburg, Klammer wieder zu. Oder die aus dem Krieg mit einem Bein ab wiedergekommen waren. Die waren erfüllt von dem Willen, das darf alles nicht wieder passieren. Und wir müssen Deutschland wieder in Ordnung bringen. Und heute habe ich manchmal das Gefühl, haben wir es mit Politikern zu tun, deren Eltern es nach 1945 alle 5 Jahre etwas besser gegangen ist und damit auch ihnen immer etwas besser gegangen ist. Und die allzu lange gemeint haben, das ginge selbstverständlich so weiter. Und nun geht es im Augenblick nicht so weiter. So viele Arbeitslose, wie wir heute in Deutschland haben, haben wir seit 1933 oder 32 niemals gehabt. Und jetzt müsste eigentlich gehandelt werden. Und jetzt basteln sie mit den Steuern herum und basteln mit der Sozialversicherung herum und wissen nicht so recht, was sie tun sollen. Übrigens, das ist nicht nur in Deutschland so. Das ist auch in Frankreich so, das ist auch in Spanien ähnlich, das ist auch in Italien ähnlich, in Belgien. Die